So, willkommen meine Untertanen. Update ist draußen. Sorry, dass das Video erst einen Tag später kommt. Ich hatte gestern leider nicht viel Zeit gehabt. Deswegen, also ich bin noch nicht 100, 150. Okay, Infos, was jetzt genau passiert ist und also was jetzt neu ist, was für ein Update wir bekommen haben. Und zwar, das Level Cap ist jetzt erhöht worden auf 150. Wir haben auch neue Dungeons bekommen. Sprich, man kennt die Dungeon, also nichts Besonderes jetzt, aber die jetzt verfügbar sind. Die Dungeon, die man kennt, ist halt FT2, AOS1, IC1, IC2. Die ganzen DX-Dungeon, Easy bis Premium. Und ich glaube, das war's. Was ich auch vorher nicht wusste, war, weil ich mich mit Upgraden und sowas nicht beschäftigt habe, aber das ist jetzt auch neu. Wie machen wir das? So. Und dann Gear war das, genau. Bells und sowas waren limitiert. Also man konnte die nur auf maximal plus 5 machen. Chaos-Items. Dies wurde jetzt erhöht. Ihr könnt die Chaos-Items jetzt maximal bis plus 9 machen. Wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, deswegen wusste ich das nicht. Rüstung war limitiert auf plus 9 und ab jetzt könnt ihr das bis plus 12 upgraden, wenn ihr darauf Bock habt. Achso, welche Dungeon noch raus ist, ist Chaos Arena 3 und 4. Aber die Dungeon Entry Preise sind halt scheiße teuer. Ich würde sagen, wie gesagt, dass sich die nicht wirklich lohnen. Auch die DX Dungeons für 1,5 Mille für zwei Kisten, sprich meistens sind es ja Cores aus den DX Dungeons, ist das viel zu viel auf jeden Fall. Aber Eternal Chaos Arena kostet nur 2,5. Ich meine, das kostete doch früher mal 3,5. Okay. Gut, das wäre dies soweit. Was ich aus. Also, nee, warte mal, wo war ich? Sorry. Ja, genau. Also, wie gesagt, Chaos Arena Level 3 und 4 sind rausgekommen. World Bosses sind jetzt welche dazugekommen. Also Underground, Deadly Horn und Forgotten Ruin, Wandering Spirit. Ich weiß nicht, wann die Serverzeiten, wann hier wo was startet. Mit diesen World Bossen. Ich habe das noch gar nicht mitgekriegt. Man sieht das auch nicht wirklich auf den Channels. Welcher Channel für die World Bosse sind, weil ich glaube, auf dem offiziellen Server hast du da so eine Art Totenkopf vorm Channel. Dann weißt du, okay, da und da ist das. Ich habe auch noch nie eine Server-Message gesehen, wann die starten. Also wann die starten, weiß ich gar nicht. Um welche Uhrzeit. Okay, und wir haben auch BM3. Und BM3 mache ich jetzt einen kleinen Guide, weil viele haben wohl das Problem, dass sie es nicht richtig eingestellt bekommen. Kleiner Tipp, wenn irgendwas neu ist, vor allen Dingen bei dem Handygame oder sowas, es gibt einfach nicht die Tipps-Fenster, die aufploppen. Es ploppen mir ja immer gerne kurz mal die Tippfenster ein und dort wird eigentlich alles genau erklärt. Aber die meisten drücken immer Skip, Skip, Skip. Und dann, wie geht's jetzt? Okay, aber dafür bin ich ja da. Okay, dasselbe wie bei Battle Mode 1 und 2 auch. Ihr geht auf Skills, wählt auf der rechten Seite den Reiter Battle 3 aus. Ich benutze Skill 1 einfach. Ihr könnt natürlich verschiedene Sachen variieren. Das war automatisch schon drin, also ich lasse es auch so. Warum auch immer. Dann war das hier? Nee. Genau. Also, hier. Drückt ihr hier oben drauf und dort geht die Register-Kombo los. Hier sind die Kombos, die man ja kennt. A, B, A und sowas. Ihr könnt sogar draufdrücken. Irgendwo stand die Infos. Ah, hier, auf Fragezeichen. Was für Stats und welche Effekte die geben. Finde ich ganz geil, dass das sogar hierbei steht. Haben wir auf dem offiziellen Server, glaube ich, nicht. Und dann wählt ihr folgendes aus. Also ich benutze drei Fatals, also drei Synergies, damit das funktioniert. Dann geht ihr auf 1. Oh, ich muss Share Pain auswählen. Oh, you have to select page first. Gut. Achso, man muss erst die... Okay. Die Skill-Reihenfolge ändern. Okay, also ihr drückt als erstes auf 1, dann wieder die 1, dann wählt ihr aus, mit welchem Synergy er starten soll. Ich nehme Increase Critical, auf 2 kommt Share Pain
Auf 3 kommt Shane Payne. Dann drücke ich auf Apply und das war's. Dann zu der Deathblow. Also damit die Synergies auch triggern, könnt ihr das hier auswählen, welche er nutzen soll. Level 2, Level 3 oder ne? Meistens standardmäßig benutzt man nur Level 1. Level 2 und 3 kann ich, glaube ich, gar nicht nehmen, weil ich gar nicht die Bücher habe. Müsste ich erst craften, aber gut, ich benutze eh nur Level 1. Man kann sogar Deathblow Skill aufmachen. So, und das Ganze läuft dann automatisch. Das ist eigentlich nur die Einstellung. So, wenn ihr dann auf Battle Mode 3 geht, wir machen das jetzt mal einfach mal im Pontos. Wenn wir da irgendwo einen freien Spot finden, das also Questen war Hölle heute. Was das angeht, alle Spots sind belegt, egal wo. Also selbst auf dem Premium Channel, das ist absolut Wahnsinn. Also, weil ich habe versucht, die Quest zu machen für, um halt Level Up zu machen, und ich bin jetzt nicht ECA gerannt. Und das war Wahnsinn. Egal wo, Mutant Forest, Standard Spot, Big Spot, Small Spot oder die Muschi Ectolith Spot. Da standen schon 5-6 Leute auf einem Haufen. Also das war, selbst auf Premium Channels, auf allen Premium Channels, das ist absolut Wahnsinn. Okay, so. Das ist nur das. Battle Mode 3. So, ihr startet Battle Mode 3. Ihr selber müsst nichts drücken. Ihr klickt Mob an. Ich muss Leertaste drücken oder ihr drückt da drauf auf die zwei Schwerter-Symbole. Dann greift er an. Und er macht das alles automatisch. Deathblow wäre jetzt ready. Und das Schöne ist, er wechselt auch den Mob und macht die Combo weiter, wenn es dann funktioniert. Das Problem ist, hier ist zu viel los. Brauche einen besseren Spot hier. Wo wir ein bisschen... Mein Gott, warum sind hier so viele Spieler? Okay, machen wir das hier. Ich mach mal Auto. Also er wechselt, wie gesagt, bei dem nächsten Mob. Und er führt die Combo auch so weiter. Zack. Und dann haut er einmal die Fatal raus und dann fängt er wieder von vorne an. Also er macht das schon von selber. Ihr müsst selber die Skills nicht drücken. So, natürlich müsst ihr für eure eigenen Klassen gucken, welche Synergies am besten geeignet sind. Das weiß ich jetzt nicht gerade auswendig, aber als FB benutzt du eigentlich standardmäßig alle drei. Wenn man es richtig spielt, benutzt du als erstes Increase Critical und danach drückst du erst alle drei Synergies durch. Damit du gleich vom Anfang an Increase Critical hast. Das wäre das perfekte Gameplay für ein FB, aber das, ich glaube, das geht sogar. Warte. Man kann, glaube ich, zwischenzeitlich einfach die Fatal drücken. Müssen wir mal testen. Ja, das mal an. Okay, wenn ich da drauf drücke, passiert nichts. Okay, er macht doch. Okay, Mob war tot, deswegen. Entschuldigung. Also das geht. Man kann zwischenzeitlich einfach Deathblow drücken. Okay. Gut, was habe ich noch entdeckt? Und zwar habe ich mich einmal mal full boosten lassen. Das heißt, full Blessing Beats und alles Superior und so weiter und so fort. Und was mir auch aufgefallen ist, was man zusätzlich bekommt, wenn man eine Dungeon beendet, sind zusätzliche Dungeon Points durch den zusätzlichen Premium, sage ich jetzt mal. War ich auch sehr, sehr positiv überrascht. Also man kriegt hier sehr... Also man kriegt hier mehr Sachen durch Premium als wie auf dem offiziellen Server. Gut, Dungeon Points sind jetzt nicht ganz so geil, weil ist momentan noch nicht wirklich was im Dungeon Point Shop vorhanden. Also ich hoffe, dass der Shop noch geändert wird, weil ich vermisse die Rune Cubes. Es gibt keine Rune Cubes, die ich eigentlich sonst immer geholt habe. Es gibt nur Experience, Cube of Honor. Potion Cube und Cube of Protection halt. Das war's. Also die Collection Cubes gibt's nämlich auch noch nicht. Also ich hoffe, dass das auch noch alles reinkommt. Okay. Gut. Das wär's eigentlich soweit. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder sowas, ich versuche dann
regelmäßig da jetzt mal Videos und hier auch dran zu bleiben für euch. Auf jeden Fall, also einmal die Woche wird auf jeden Fall was kommen, weil nächste Woche wird das Level Cap natürlich wieder erhöht. Und dann kriegen wir auf jeden Fall das nächste Update nächste Woche. Okay, alles klar. Ich bin dann wieder raus. Hau rein. Bis zum nächsten Mal.